Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. So, wir sind jetzt zu Hause heute losgefahren und wollten eigentlich in Dömitz übernachten. Da war aber alles voll. Dann sind wir weitergefahren, ein bisschen der Elbe entlang. Und dann haben wir diesen Platz gefunden, was man hier gerade im Hintergrund sieht. Wo wir aber auch wieder nur vor dem Wohnmobilstellplatz stehen. Das haben wir mit dem Stellplatzwart so abgesprochen. Das war für ihn in Ordnung. Und das ist super hier. Klasse. Jetzt eben gerade geht die Sonne unter. Wir waren gerade schön essen. Und ich versuche mal, ob ich jetzt den Platz hier so ein bisschen zeigen kann. Und ja, gucken wir mal weiter, was wir hier noch so alles sehen. Manchmal ist der Platz vor dem Wohnmobilstellplatz sogar besser als der auf dem Wohnmobilstellplatz. Finde ich zumindest. Es ist echt klasse hier. Gefällt uns. So, das ist der Platz jetzt hier selber. Wir haben vorhin mit dem Stellplatzwart telefoniert. Der darf halt nicht voll belegt werden aufgrund von Corona und ähnlichem. Aber wie gesagt, er sagt, er stellt euch davor hin, das ist in Ordnung für eine Nacht. Keine Stühle raus und ähnliches, aber da können wir auch gerne drauf verzichten. Denn wie gesagt, der Platz ist belegt. So, jetzt gehen wir mal hier vorne zum Wasser hin. Gucken uns das Ganze an. Wie gesagt, hier sind halt die typischen Corona-freien Plätze, beziehungsweise vielleicht noch reserviert. Wissen wir nicht genau. Ist aber auch egal. Dadurch sparen wir noch mal einen Haufen Kohle. Ein wunderschöner Audi, der gerade hier lang fährt. Tischtennis dort hinten. Auch einiges hier los. Auch trotz Corona. Ach, das muss vielleicht langsam auch wieder so angehen. So. So, jetzt kriegen wir hier nochmal einen Top-Sonnenuntergang geliefert. Das sieht doch klasse aus, oder? Ich glaube, wir waren hier nicht zum letzten Mal. Ja, was ist noch zu sagen? Wir werden morgen früh weiterfahren Richtung Rügen ganz grob. Ich glaube nicht, dass wir bis Rügen kommen, wie ich uns kenne. Es sind da immerhin 250 Kilometer noch. Werden wir sicherlich irgendwo noch mal eine Zwischenstation machen, um uns irgendwo was anderes noch mal anzugucken. Ich hatte es ganz vergessen. Wir sind hier in Lenzen am See, von dem ich den Namen jetzt vergessen habe. Darum sage ich einfach, ich blende das hier unten einfach mal ein, wie der See heißt. Und auch der Platz ist toll. Wie gesagt, kommt hierher, guckt euch das Ganze an. Das ist eine Reise wert. Dömitz war komplett überlaufen, das Ganze. Voll und der Platz selber auch eng und ach, war nicht schön. Da gefällt mir das hier doch wesentlich besser. So sah es hier in Dömitz auf dem Stellplatz aus, den wir nicht genommen haben, denn alle freien Plätze waren bereits reserviert. Hier kamen wir kaum mit den Spiegeln durch. Da sind wir dann doch lieber weitergefahren. Schöne Strecke hier. Irgendwie hat das Navi uns hier lang geführt. Ersten mussten wir sogar Kopfsteinpflaster und so Kopfsteinpflaster, wo an der Seite das gepflastert ist, fahren, wie das früher so im Osten unseres Landes war. Irgendwie
Irgendwie befinden wir uns hier gerade im Nichts. Sind auf dem Weg nach Pöhl, der Insel, und waren vorher in Lenzen an einem See. Ursprünglich wollten wir nach Dömitz, aber dort haben wir keinen Platz gefunden, weil zurzeit wahrscheinlich alle mit ihrem Wohnmobil unterwegs ist. Jedenfalls haben wir das Gefühl. Was meinst du? Das ist total klasse hier. Seit Kilometern lang waren wir nur irgendwelche Feldwege hier lang. Und das mit dem Wohnmobil. Und das mitten in Deutschland. Und wir treffen keinen Menschen. Und es sind richtige Verkehrsschilder auf den Feldwegen oder auf den geteerten Feldwegen. Das ist gut. Hier könnt ihr mich dran gewöhnen. Ich brauche dringend ein Wohnmobil mit Allrad. Natürlich nicht. Obwohl es hier nicht schlecht wäre. Und da vorne, da gibt es Ersatzreifen. Hey, geil. Guckt euch das mal an. Reifen über Reifen. Ja, die brennen doch bestimmt irgendwann abends ab. So, aber jetzt müssen wir hier links abbiegen. Vorbei. Und frische Landluft haben wir auch gerade. Das könnt ihr gerade nicht riechen. Die habe ich gemacht. Ach so. Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious.